Und damit hallihallo und willkommen zu Episode 56. Die mutigen Fahrer der Testfahrzeuge haben nun fast alle Tests abgeschlossen. An ihrer tugendhaften Opferbereitschaft wird man sich ehrenvoll am Ende der Testserie erinnern. Das glaube ich gern. Um ehrlich zu sein, diese Kammer habe ich schon einmal probiert zu bauen. Es hat nicht funktioniert, deswegen habe ich mir jetzt ein kleines Video auf YouTube angeschaut, damit ich ungefähr weiß, wie ich weiterbauen muss. Und das heißt zwar nicht, dass ich es auf Anhieb hinkriege, aber ich weiß jetzt zumindest, wie der Plan ist, ne? Das ist schon mal viel wert. Also die haben auf jeden Fall hier unten einmal so ein Gerippe gehabt. Denn der muss dann hier so rüberschließen und da muss er dann den oberen treffen und dann da drüben und ach, wisst ihr nicht. Es ist auf jeden Fall trotzdem noch sehr, sehr kompliziert. So viel kann ich schon mal sagen. Da bin ich echt gespannt, ob ich das halbwegs auf Anhieb hinkriege. So wie das jetzt hier schon wieder ausschaut, glaube ich es eher nicht. Weil wir müssen das relativ gerade, glaube ich, hier machen. So. Genau, so. Also der erste fällt dann hier runter, wir müssen dann durch das Blaue hier rüber und der Blaue muss dann hier oben den anderen erwischen. Das ist eigentlich mit einer der schwierigsten Sachen überhaupt, dass der den da erwischt. Aber das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Wir bauen jetzt erstmal das hier ein bisschen aus, denn wir müssen schließlich hier oben dann eine kleine Fahrbahn drüber bauen, der das dann irgendwie so da hinhält. Und eigentlich ist das hier schon geplant als Fahrbahn. Müssen wir bloß mal schauen, wie wir das Ding dann hier supporten. Wenn wir das hier so als Fahrbahn bauen, das könnte funktionieren. Das sah bei den anderen ein bisschen anders aus, aber das macht ja nichts. Schauen wir gleich mal. Wir müssen auf jeden Fall hier wieder extra Supports am Boden einbauen. Das geht noch bis hier rüber. Das geht noch bis daher. Wenn wir dann hier den Triple Support haben können, das können wir. Das gefällt mir immer sehr gut, wenn man möglichst viele Verbindungen einbauen kann. Dann hast du echt einen guten Punkt erwischt. So, dann kann der schon mal darüber fliegen. Und dann müssen wir uns noch darum kümmern, dass der auf Anhieb ja erstmal da reinkommt. Das ist ja das Nächste. Und er muss allerdings dann auch wieder danach rauskommen. Das heißt, wir probieren es gleich mal mit so irgendwie. Bauen uns hier so eine Schanze daher. Und bauen das hier so aus. Das ist zu weit weg, das sehe ich schon. Vielleicht klappt es so, ich weiß es nicht. Wir werden es dann gleich sehen. Wir lassen ihn einfach mal fahren, während das hier einfach nach unten wegknickt. Ich hätte es mir denken können. Und es reicht nicht ganz. Jetzt reicht's. So. Der hier ist auch noch ein bisschen arg wobblig. Ich weiß nicht, ob das da was bringt. Ja, ein bisschen besser schaut's aus. Wir lassen ihn einfach mal fahren. Und schauen uns an, was da so passiert. Das passiert auf jeden Fall zu wenig. Das heißt, gleich mal hier verlängern. Wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir irgendwie darüber kommen. Okay, an und für sich okay, da könnte man aber noch ausbauen. Und der muss natürlich hier bis nach oben. Das ist natürlich eine Sache für sich. Und ich glaube, dass der einfach zu weit absackt. Das ist, glaube ich, eher so mein Problem. Wir können natürlich jetzt probieren, hier nochmal nach oben eine Stützstruktur einzubauen, um den da möglichst wenig zu wobbeln zu lassen. Wobei dann natürlich der Druck nach unten weggeht. Aber wir probieren es einfach mal aus. Wie gesagt, ich habe ja das Ganze schon mal angeschaut gehabt. Das da unten bringt auf jeden Fall, so wie es ist, gar nichts. Allerdings heißt das noch lange nicht, dass es dann auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich glaube, dass es immer noch zu gerade ist, da die Rampe da unten. Das hier gefällt mir ganz gut. Der muss einfach einen Ticken höher.
So vielleicht. Und dann probieren wir es nochmal. Der Sprung passt. Das passt auch. Das schaut jetzt auch gut aus. Jawohl. Genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Und er landet perfekt im Gelben. Und er kommt nicht ganz rüber. Er kommt nicht ganz rüber, Leute. Aber das können wir noch ein bisschen aushelfen. Indem wir einfach das hier noch ein bisschen weitermachen. Zur Not können wir dann noch einen anderen Winkel einbauen. Aber das sah schon mal gar nicht so schlecht aus. Es muss auch nicht mehr der Konvoi durch. Das habe ich inzwischen ja aufgegeben. Weil es einfach zu kompliziert ist. Und von dem her bin ich froh, wenn einfach nur einer durchkommt. Und es war ihm immer noch nicht genug. Dann machen wir eine kleine Schanze drüber. Und dann sollte es jetzt allerdings dann doch mal klappen. Er muss ja nur darüber, um dann den mittleren Knopf oder den mittleren Pfosten da zu erwischen. Und dann können wir von da aus weiterbauen. Ja, wir müssen dann da definitiv noch irgendwelche Abprallfunktionen einbauen. Das läuft. Jetzt kommt er rüber. Er wird hochgeschleudert. Er trifft ihn. Das Ding bricht zusammen. Das ist mir sozusagen wurscht, denn er fährt ja durch. Leute, wir sind durch. Wir haben es geschafft. Ja, ich würde allerdings ganz ehrlich sagen, wir probieren es, ja. Wir probieren es zumindest hier, das Ding mal noch ein bisschen zu versteifen. Einfach aus dem Grund, weil es eigentlich vielleicht gar nicht so schwierig ist. Schauen wir einfach mal. Wir supporten das hier mal alles. Kannst du noch irgendwo hin? Nee, du kannst nicht noch irgendwo hin. Aber du könntest das hier noch ein bisschen... Ja gut, irgendwie der bringt dir gar nichts. Wir müssen, wenn dann schon, auch auf die andere Seite rüber greifen können. So und so. So, vielleicht ist das Ganze jetzt hier ein bisschen stabiler. Dann brauchen wir allerdings wahrscheinlich eben eine Möglichkeit, um hier irgendwie abprallen zu können. Wenn wir das hier zum Beispiel so machen, das könnte dann wiederum funktionieren. Und was ich aber auch noch ganz gerne machen würde, ist einfach hier das nochmal ein bisschen mehr zu versteifen mit da drüben. Und dann würde ich sagen, lassen wir aber gleich den Konvoi fahren und schauen einfach mal, was passiert. Es kann natürlich sein, dadurch, dass das jetzt nicht mehr zusammenbricht, dass es jetzt auch nicht mehr funktioniert, mal davon abgesehen. Yep. Also einer ist durchgekommen. Aber auch der nur sehr spärlich. Und sie treffen jetzt nicht mehr. Warum treffen sie jetzt nicht mehr? Das wundert mich jetzt. Wir lassen nochmal einen Single Car fahren. Aber wenn das jetzt auch nicht rüber schafft, dann muss es grundsätzlich an der... Ja, irgendwas ist da oben. Irgendwas ist da oben jetzt schief gelaufen. Er kommt jetzt hier unten, glaube ich, stabiler an. Und dadurch überschießt er sein Ziel ein bisschen. Das könnten wir beheben, indem wir vielleicht das hier ein bisschen kürzer machen. Ich weiß es nicht. Du musst auf jeden Fall keine Straße sein. So, wir probieren es natürlich erst nochmal mit einem Einzelnen. Wie gesagt, ich glaube, dadurch, dass das jetzt hier zu stabil ist, kommt der Zug gerade an. Aber genau das brauchen wir ja für die Multifunktion. Und jetzt würde er es zwar hier durchschaffen, aber er kommt nicht mehr ran. Das ist a little bit scheiße, um ehrlich zu sein. Auf ein neues. Er muss einfach da oben richtig hart dagegen donnern, dass er dann möglichst gerade nach unten fällt. Aber natürlich muss er auch noch durchkommen. Und er kommt immer zu weit. Allerdings ist das auch geil, wenn er es im Prinzip dann schon wieder von alleine schafft, das Ding da genau perfekt zu erreichen. Das ist witzig. Das ist in der Tat witzig. Aber das bringt uns nicht ganz zu dem... was wir eigentlich wollen. Von dem her bauen wir doch einfach mal hier noch ein bisschen weiter. Und bauen uns hier drüben
eine Art Turm auf, an dem wir dann wiederum... Irgendwie so, würde ich mal sagen. Das Blöde ist, wir können da oben keine wirkliche Fahrbahn hinbauen, weil wir sonst nicht mehr nach unten kommen. Also ist das hier eigentlich alles für die Katze. Ja, es ist nicht so leicht, ja. Es ist definitiv nicht so leicht. Denn das Problem, glaube ich, ist jetzt einfach, weil der hier zu viel Schwung hat. Ja. Wir müssten ihn hier fast ein bisschen bremsen. Und deswegen würde ich sagen, bauen wir vielleicht hier die Fahrbahn doch wieder ein bisschen um. Und schauen uns an, ob wir ihn dadurch quasi ein bisschen ausbremsen können. Weniger Schwung, würde ich sagen, ist dann da oben zugleich... Okay, das ist vielleicht jetzt ein bisschen arg wenig Schwung. Er kommt ran. Er kommt aber trotzdem wieder da raus. Ich verstehe es nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Wir hatten es doch am Anfang. So. Und so. Maybe? I don't know. Wir probieren es natürlich. Vielleicht einfach nochmal hier eben die extremere Schanze. Trotzdem würde ich dann ganz gerne das hier unten wieder umbauen, weil das ist einfach für den Konvoi nicht tragbar, wenn das hier zu unstabil läuft. Er fletzt durch. Jetzt trifft er den. Er fällt da rein. Für den Konvoi absolut nicht machbar mit der Struktur da unten. Das hier würde allerdings funktionieren. Das heißt, wir müssen das hier noch ein bisschen ausbauen. Auch wenn wir hier schon langsam die Ideen ausgehen, um wie wir das hier stabilisieren können. Denn das ist eigentlich schon meiner Meinung nach sehr gut stabilisiert. Da geht eigentlich nicht mehr viel mehr. Und das hier unten, gut, das können wir noch ein bisschen ausbauen, würde ich sagen. Da haben wir hier noch die Möglichkeit, um das hier zu stabilisieren. Vielleicht auch das ein oder andere Drahtseil noch mit anzubringen. Auch das ist möglich. Aber natürlich ist das auch keine Garantie, dass es dann funktioniert. Wir drücken einfach mal den Konvoi, schauen uns an, ob es funktionieren würde. Wenn es funktioniert, ist es schön, wenn nicht, dann haben wir es wenigstens probiert. Okay, jetzt kommen sie da drüben drüber. Das ist natürlich auch witzig, dass es jetzt hier mehr oder weniger zu weit springen. Ich kann sie leider nicht so aufhalten. Aber ich könnte es probieren. Nein, geht der jetzt nicht mehr rüber, oder wie? Ich dachte, ich hätte es extra kurz genug gemacht. Wir probieren es trotzdem. Und irgendwie ist der Controller vollkommen im Arsch. So und so. Und dann bauen wir hier noch so einen extra Stützpunkt aus, den wir allerdings irgendwie mit nach oben verbinden müssten. So. Und jetzt fällt er natürlich runter, weil er hier nicht mehr drauf liegt. Aber das kriegen wir schon irgendwie noch hin. So. Ein letzter Versuch. Einmal Konvoi, bitte. Ich glaube, wir waren relativ nah dran. Schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert hier. Die Seite läuft. Der springt hoch. Aber jetzt treffen sie ihn wieder nicht mehr. Sie treffen ihn nicht mehr. Ach, Leute.
Es geht so viel schief immer. Es geht immer so viel schief. Ich würde sagen, wir sind mit unserem einzelnen Fahrer sind wir durchgekommen. Ich habe es probiert mit dem Konvoi. Hat nicht geklappt. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.